Das ist der Tag in 50 Sekunden, Österreich Edition. Während einer Preisverleihung beim Locarno Filmfestival haben sich Klimaaktivisten von Renovate Switzerland auf die Bühne geklebt. Die Festivalleitung und das Publikum haben gelassen reagiert. Der Lamborghini von der italienischen Polizei taucht gestern im Aargau auf. Der Sportwagen ist auf dem Weg nach Holland gewesen. Die Fahrt durch die Schweiz ist genehmigt gewesen. Die Carabinieri setzen ihre Lamborghini vor allem für die Jagd auf Raser ein. Der Ansturm auf den Nationalratssitz bei den Wahlen im Herbst ist groß. In mehreren Kantonen gibt es dieses Jahr einen neuen Rekord von Listen und Kandidaten, so zum Beispiel im Aargau oder im Kanton Bern. Die Michelle Hunziker ist bei der letzten Ausgabe von Wetten, dass mit dem Thomas Gottschalk im November nimmer als Co-Moderatorin dabei. Wie es mit dem Format nachher weitergeht, entscheidet das ZDF laut einer Pressemitteilung später. Und mit dem Partysong Cha-Cha Slide ist er weltberühmt geworden. Jetzt ist der DJ Kasper gestorben. Das teilt seine Frau mit. Für mehr Infos, fang auf blick.ch und folg unserem Kanal.